Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Weiß. Und so viel ich weiß, müssen wir jetzt hier rein und den einen weiteren Gesis, keine Ahnung was das sind, Gesis-Mitglied besiegen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo muss ich hin? Ich denke einfach mal, der ist wie auch zu Beginn einfach ganz am Schluss. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hoch? Oder ich glaube, da kommt man zurück. Ich gehe einfach jetzt mal hier lang. Kann man gegen euch nochmal kämpfen? Nee, die haben wir schon besiegt. Dann düsen wir einfach ganz durch. Pokémon erscheinen, so viel ich weiß, ja nicht in dieser Ebene. Ja, und dann geht's auch, glaube ich, später, direkt nachdem wir schon die Elektrolythöhle. Und da oben sind wir ja auch schon. So. Oh, dann geht's los. Du schon wieder? Du kommst vor lauter Wissbegier ja kaum zur Ruhe, Trainer. Lass mich deine Neugier Genüge tun, indem ich dir mal was erzähle. Man atmet ein und atmet aus. Das Herz, es schlägt. Man lebt, also man existiert. Mehr jedoch nicht. Das alleine gibt mir noch nicht das Gefühl, wirklich am Leben zu sein. Um sich wirklich lebendig zu fühlen, ist es nötig, eine ganze Bandbreite von Emotionen zu erleben. Freude ebenso wie Trauer. Bei mir war es Gesis, der mir das Gefühl vermittelt hat, tatsächlich am Leben zu sein. Was er damit genau erreichen wollte, das ist doch überhaupt nicht wichtig. Wie du siehst, zittere ich. Ich leide zwar unter der Kälte, aber ich bin am Leben. Die Pokémon und die Menschen leben zusammen. Sie helfen und vertrauen einander. Das ist zumindest mein Eindruck. Was ich mich dann aber frage, besteht eigentlich wirklich die Notwendigkeit, den Pokémon die Freiheit zu schenken? Das ist ja ein Widerspruch, der mir erst jetzt im Gespräch mit dir bewusst geworden ist und über den ich erst einmal nachdenken möchte. Du bist wirklich ein guter Zuhörer. Hier, ein kleines Zeichen meines Dankes. Danke. Meister N hat mir einmal Folgendes gesagt. Er möchte, dass die Pokémon die Möglichkeit bekommen, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Aber irgendetwas sagt mir, dass die Pokémon dies auch mit der Beziehung, die zwischen ihnen und den Menschen derzeit besteht, anstreben können. Also, ich bin von der internationalen Polizei und ich möchte, dass du mir alles über Team Plasma erzählst. Was du weißt. Mir wird hier zu kalt. Ich habe das große Zittern und Schlottern mittlerweile echt satt. Wenn du mir ein wenig Zeit zum Überlegen gibst, erzähle ich dir, was ich weiß. Bring mich also bitte hier raus. Vielen Dank. Abgesehen von Gesis beträgt die Anzahl der Mitglieder der sieben Weißen noch zwei. Ich würde zu gern wissen, was in den anderen Köpfen vorgeht, was ihre Ziele sind. Wie dem auch sei, dann bis zum nächsten Mal. Okay, das ging ja schnell. Ich hatte eigentlich gedacht, wir müssten kämpfen. Ja, dann können wir auch direkt eigentlich schon in die Elektrolythenhöhle düsen. Das dürfte eigentlich nicht so lange dauern. Müssen wir noch kurz runterfliegen oder haben wir auch einen Flug-Pokémon dabei? Ich glaube, Petrik kann fliegen, oder? Nein. Ice Beauty kann ja wohl kaum fliegen und Timon kann wahrscheinlich auch nicht fliegen. Dann gucken wir einfach mal kurz auf der Karte, wo die Elektrolythöhle ist. Wenn es nicht so weit ist, können wir auch einfach hinlaufen oder hinradeln. Weil die Karte ist ja, glaube ich, auf diesem Schnell... auf der Schnelltaste, genau. Tiefkühlcontrainer... Elektrolythöhle. Okay, die ist eigentlich ganz in der Nähe, dann... radeln wir mal kurz dorthin, aber nicht da hoch rein. Jetzt die Frage, muss ich raus nach oben aus der Stadt raus oder nach unten? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich nach oben muss. Maria City, ein Pokécenter. Ja, okay, das sieht schon mal ziemlich falsch aus. Na
Okay, ich glaube, ich nehme einfach mal einen Schutz, weil gegen Level 23er Monster müssen wir jetzt echt nicht mehr kämpfen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Trainer, die wir übersehen haben. Wo ist jetzt mein Items? Nee, hier nicht. Bei F, genau. Wo haben wir es denn? Bankensticker, P-Teiler. Ich glaube, hier ist eh nichts dabei. Hier auch nichts. Hier bei den Bären ist sicher auch nichts. Bei den. Hier könnte es dabei sein. Wo haben wir es? Überheiler, AP Plus, Beleber. Oder sind schon alle aufgebraucht? Fluchtseil. Dann müsste das hier dabei sein. Aber wo? Superschutz haben wir doch. 7 Stück haben wir noch. Und das Fahrrad möchten wir wieder benutzen. Und dann düsen wir los. Gegen euch müssten wir alle gekämpft haben. Ich gehe auch jetzt einfach mal davon aus. Ist das jetzt die Elektrolythöhle? Genau, das ist sie. Und dann können wir auch rein. Jetzt ist natürlich die Frage, wo genau müssen wir hin? Ich glaube, ich muss das hier ansprechen. Genau. Okay, oder nur dagegen laufen. Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ist ja auch egal. Noch einen weiteren Schutz, weil die Pokémon hier sind ja auch eh zu schwach. Da oben ist nix. Hier ein kleines Rätsel, oder? Muss man das ja eigentlich nicht zur Seite schieben? Oder runter? Okay. Dann bin ich eine Sekunde ratlos, wo es lang geht. Weil das kann ich auch nicht wegschieben. Aber das kann ich beides nach unten schieben, oder? Genau, und das kann ich jetzt runterschieben. Okay. Dann haben wir es doch geschafft. Glücklicherweise. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man hier runter muss. Hier eine Heilerin. Und das scheint richtig zu sein. Aber ich möchte immer noch einen Schutz haben. Ja, mein immer. Ich finde nie die Tasse, wo ich meinen Rucksack draufgelegt habe. So. Oder er heilt hier, genau. Dann muss er eigentlich da oben sein. Das würde am meisten Sinn ergeben. Das weg. Das weg und dann da runter. Ein Trainer, du möchtest nicht kämpfen. Oder muss ich dich anreden? Nee, okay. Der möchte auch nicht kämpfen, dann. Ja, okay. Ich möchte nicht sagen, mit dir reden. Hier ist nix. Da unten geht's weiter runter. Ist da unten was? Ah ja, da ist er ja schon. Aber eigentlich hat mir Killian gesagt, soll die Trainer mitnehmen, aber anscheinend möchte ja keiner gegen mich kämpfen. Das ist irgendwie nicht so praktisch. Bei unserer letzten Begegnung in Stratos City hast du keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Aber hier in der Elektrolythöhle hat Meister Gesis dich ja schon ordentlich auf die Probe gestellt. Ich möchte mich daher noch einmal selbst vergessen und überprüfen, was du wirklich zu bieten hast. Los, Team Plasma, kommt raus! Werte Aquilius, wenn ihr gestattet, übernehme ich das. Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal die Trainer. Oder Team Plasma, die gegen uns kämpfen wollen. Gibt es doch zum Glück noch ein bisschen Kampf und Erfahrung für unsere Pokémon. Ein Kuknare da. Dürfte eigentlich. Ah, Level 53 ist Erde. Am sinnvollsten. Ich schau mal kurz, was für Level die anderen haben. Okay, Nick ist. Nein, nein, nicht der Eistüte. Hol mal einfach Nick rein. Der dürfte hier einfach am leichtesten was erreichen können. Wenn jetzt nicht irgendein Counter kommt. Nee, eigentlich nicht. Der dürfte besiegbar sein. Die Kalklinge ist, denke ich, am stärksten, weil es ja
physischen Schaden macht, okay, oder auch nicht. Ja, ein Volltreffer ist jetzt nicht so schlimm, ich versuch's mal mit viel Ender. Und das ist genauso schwach. Dann versuchen wir es einfach nochmal mit dem Feelender und dann war es das, denke ich. 4000 EP ist schon mal gut. Und jetzt guckt Marda. Das dürfte eigentlich auch ein leichtes Spiel sein. Ich mach's mit Kalkling und dann Wasserdüse. Dürfte eigentlich reichen. Wenn er nicht so äußern kann, weil Hyperzahn macht doch nur die Hälfte am Schaden. Okay, doch nicht. Das war, glaube ich, Superzahn, was immer die Hälfte abzieht. Dann kommt einfach Renekton rein. Erdbeben dürfte eigentlich reichen. Tut es aber nicht. Und Hyperzahn tut weh, aber nicht so sehr. Das geht, das ist okay. Und das war's. Ja, haben wir gewonnen. Renekton kriegt wahrscheinlich ein Level up. Ja, okay, fast. Möchte der jetzt direkt weiterkämpfen? Wow, mit diesem Kind, das war eigentlich nicht zu spaßen. Ist der eigentlich bewusst, dass ich deinetwegen jetzt ein Ex-Mitglied von Team Plasma bin? Ist nicht schön, ein Ex zu sein. Das sage ich dir. Sag dir mir lieber, wie du gedenkst, das wieder gut zu machen. Na. Ist jetzt meiner Meinung nach nicht so schlimm, ein Ex zu sein. Besonders wenn man selbst dafür verantwortlich ist. So, Elispin dürft eigentlich auch nur eigentlich gegen die Cleopatra klarkommen. Die Cleopatra ist, glaube ich, Unlicht. Ich versuch's einfach mal mit Donner. Auch wenn das, glaube ich, eher nichts bringt. Okay, ist eigentlich okay, ja, dafür, dass es eh Donner ist, oder war, was wir eingesetzt haben, und das sowieso ziemlich viel Schaden machen sollte. Aber Ladestrahl macht es auf jeden Fall zu Ende. Ist ja auf jeden Fall auch ein Level-Up für Edelspin sein, genau. Deponitox ist, glaube ich, Gift, wenn ich mich nicht irre. Und dafür nehme ich jetzt einfach Timon. Okay, das war auf jeden Fall mal das richtige Pokémon, was ich gedacht habe, was kommt. Jetzt mal die Frage, ob Drachenklaue genügt. Oder ob es schwach ist. Nein, Drachenklaue ist ganz schön stark. Dann können wir es auch direkt zweimal benutzen. Ah, obwohl die Spezialverteidigung ist jetzt gestiegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein One-Hit ist. Ja, okay, trotzdem ist er, glaube ich, eh für sich. Und Geopatra, das dürfte eigentlich auch nur Drachenklaue, dürfte ja vollkommen reichen. Der Angriff steigt, ist uns relativ egal. Okay, war ein Volltreffer, war nicht ein Volltreffer, war ein One-Hit. Überrascht mich. Dürfen wir jetzt noch. Du wurdest soeben Zeuge, wie ein Ex-Mitglied von Team Plasma zu einem normalen Pokémon-Trainer geworden ist. Unsere eigenen Pokémon stürzen sich für ihre Trainer tatsächlich genauso engagiert in den Kampf wie alle anderen. Diese Tatsache ist so offensichtlich, dass ich sie glatt übersehen habe. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich möchte mich hiermit gerne bei dir erkenntlich zeigen. Steinpolitur, relativ nutzlos, soviel ich weiß. Naja, aber wir bedanken uns trotzdem. Werter Aquilus, oder wie auch immer. Ich frage mich, ob Meister N mittlerweile begreift, dass die Pokémon für ihre Trainer tatsächlich ihre letzten Kräfte mobilisieren, selbst wenn sie verletzt sind. Nun,
Ich bin von der internationalen Polizei und ich möchte, dass du mir alles über Team Plasma erzählst, was du weißt. Bitte vergib diesen niedrigen Handlangern, die Team Plasma den Rücken gekehrt haben und nun versuchen, sich aufrichtig den Pokémon zuzuwenden. Allerdings, wer dem Pokémon nicht ehrlich begegnet, gilt meiner Meinung nach auch als Verräter. Vielen Dank. Abgesehen von Gesis beträgt die Anzahl der Mitglieder der Sieben Weißen noch 1. Ich würde zu gern wissen, was in deren Köpfen vorging, was ihre Ziele waren. Wie dem auch sei, dann bis zum nächsten Mal. So, die letzte haben wir noch. Ach ne, wir haben keinen Schutz mehr. Setze ich mal schnell lieber einen ein. So, das dürfte auf jeden Fall reichen, bis wir wieder draußen sind. Was kann man eigentlich mit dir reden? Ja, reden kann man, aber ich wollte eigentlich kämpfen, aber das ist jetzt eh egal. Da oben lang, oder? Nee, okay, das war falsch. Dann gehen wir halt da unten lang. Ist ja auch egal. Ich denke, ich kann noch zur Route 16. Ob da Trainer sind, ist jetzt halt die Frage, weil ich habe keine Lust, großartig jetzt noch zu kämpfen, sonst passt das mit der Zeit nicht. Wo geht's hier lang? Das ist die Frage. Ah ne, Moment, hier bin ich falsch. Dann müssen wir leider noch einen Schutz verwenden. 3 haben wir noch. Müssen wir auf jeden Fall neue einkaufen. Zack, da können wir runterspringen. Dann hier einfach weglaufen. Okay, da gehe ich kurz rein. Hätte ja auch ein Item sein können. Ein wildes Rotomorph. Vor dir flüchten wir mal. Auch wenn du, glaube ich, ganz gute Erfahrung gibst. Ist ja da unten war doch dieser Doktor. Genau, und dann können wir raus. Hoffentlich. Wenn ich den Ausgang finden sollte. Oben lang. Obwohl da unten ist, glaube ich, eine Abkürzung. 200 Schritte. Das geht, glaube ich, nicht aus, ja. Aber noch 2 haben wir. Also interessiert es keinen. Oben ist ein Trainer. Haben wir aber alle schon besiegt. Zack. Zum Glück können wir hier überall runterhüpfen. Das spart uns einiges. Und zack. Und Route 16. Jetzt ist die Frage natürlich, wo ist Route 16? Karte. Route 16 ist Panero City, Navo City, Route 7. Zylinderbrücke, Dorfbrücke 11, Route 13, Route 14, Route 15, Route 16, okay. Rayono City ist eigentlich nicht so weit weg. Wir haben eh kein Fliegen dabei. Ach komm, jetzt mach Platz. Ach, ich hasse das. So, okay. Ich dachte, wir hätten einen Schutz. Ah, okay, wir sind einfach nur in ein falsches Gebiet. Wo ein Ohr doch auf uns lauert, gefahren. Dann besiegen wir das kurz. Ich meine, die Erfahrung können wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Ja, obwohl 700 oder 800 ist jetzt auch nicht viel. Schutz wirkt nicht mehr. Das ist schade. Ich glaube, ich nehme den letzten jetzt einfach. Wir müssen uns ja eh neu kaufen. Genau. Nee, immer noch auf F. Superschutz, der Superschutz. Und dann geht's weiter. Ich glaube, ich hätte da hinten einfach runterspringen können. Aber ist jetzt auch egal. Das Pokécenter sollten wir kurz reinschauen. Und vom Fahrrad runter. Das nervt mich jetzt doch ein bisschen zu sehr.
Kaufen wir kurz neuen Schutz. Supertrank, Übertrank, bla 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 bla. Wir haben Superschutz, Topschutz ist okay. Kaufen wir einfach mal doch 30 Stück. Ich meine, das Geld haben wir auf jeden Fall zur Genüge. Und nein, Fahrrad, genau. Zack, dann fahren wir so schnell wir können jetzt noch zur Route 16. Ja, einfach damit Gillian das in der nächsten Folge nicht mehr machen muss. Oder wir fahren nicht ganz bis nach, oder doch, da ist ja schon die Brücke. Wir können auf jeden Fall noch bis zur Route 16 fahren. Ich weiß gar nicht, warum die Brücke jetzt immer noch so eine düstere Stimmung hat. Weil was großartig Böses passiert ja auch nicht. So, da können wir hier weiter. Und dann haben wir es fast geschafft. Jetzt noch einmal kurz quer durch die Stadt. Geht es da oben lang zur Route 16 oder da unten lang? Ich glaube hier oben lang. Route 8. Ist was Interessantes passiert. Route 16. Ich kann mir schon vorstellen, wo der ist. Fahrt er jetzt auch noch kurz hin. Okay, da müssen wir auf jeden Fall da oben lang. Superschutz, der ist jetzt ganz oben, glaube ich. Das machen wir kurz mit der Maus. Zack. Einsetzen und dann können wir auch weiterfahren. Da oben ist noch ein Item. Eigentlich kann es ja nur da sein. Obwohl, Heiner, Täuschung. Ich bezweifle irgendwie, dass er sich hier versteckt. Da kann man Kekse, glaube ich, kaufen oder irgend sowas. Gibt es da ein Item? Bestimmt, ja, stimmt, genau. Der Heiner, Täuschung ist ja immer anders. So, aber wo könnte der gute Mann sich versteckt halten? Stimmt, muss ich hier irgendwo durch. Kannst du uns vielleicht helfen, den Stein zu bewegen? Ich glaube nicht. Oh, ach, Mineckin hat Stärke, okay. Habe ich gar nicht gewusst. Dann benutzen wir noch einen Superschutz, wenn das so ist. Da gibt es Trainer. Und die möchten kämpfen, okay, dann mache ich nach dem Kampf Schluss. Bla bla bla. Jetzt ist die Frage noch, ob der stark ist. Ich bezweifle es irgendwo. Ja, Level 23 ist auf jeden Fall nicht stark. Dann benutzen wir einfach mal kurz den Tiefschlag. Aber der nur kurze Animation hat. Und 333 Erfahrung ist ja gar nichts. Oh ja. Kommen wir auch noch zum Item. Also irgendwie glaube ich, die Information mit Route 16 war falsch. Ja, okay, ist mir jetzt auch egal, weil ich bin jetzt fertig mit der Folge und dann seht ihr die nächste Folge, wo wir auch schon den letzten der sieben Weißen finden bei Gillian. Auf Wiedersehen.